Hallöchen. Ich wollte euch mal eine schnelle Anleitung machen. Meine Kamera wackelt hier die ganze Zeit. Ups. Ist ein bisschen improvisiert hier. Mein Tisch sieht aus wie, naja, reden wir nicht drüber. Und ja, deswegen, ich hoffe, ich krieg's hier überhaupt ins Bild rein. Also, und zwar geht es um diese Box hier. So sieht sie aus. Ich hatte schon mal ein Bild gemacht. Ich mache das jetzt mal mit Absicht. Also hier, das ist eigentlich dafür da, um, wenn ihr ATCs tauscht, wenn ihr halt jemanden habt, der halt ja, Kärtchen möchte und die möchte gerne sammeln, weil der nur ein oder zwei Stück hat, dann habe ich halt das hier gemacht. Nur war mal das Problem, ich hatte so einen kleinen Karton, den hatte ich auch ein bisschen aufgehübscht, aber ja, der war halt wirklich innerhalb von kürzester Zeit einfach nur voll. Hatte zwar noch so einen Karton, aber irgendwann war es mir echt so blöd und der war ungefähr ja, so die Hälfte oder so. Und ja, und dann ist mir die Idee gekommen, vor kurzem erst und ja, eigentlich total easy und ja, ich zeige euch einfach mal, wie das geht. Also hier vorne stehen eigentlich die Namen drauf, die möchte ich jetzt aber aus ja, einigen Gründen nicht zeigen, geht ja auch keinem was an. Ich habe dann hier einfach so diese, hier so eine Kärtchen, das ist einfach irgendwelches günstiges Papier. Ich glaube, das hier ist Exacompta oder sowas. Ist ein kleines bisschen stabiler und ja, habe ich hier oben einfach die Namen hingeschrieben, also so wie ihr jetzt hier sehen könnt. Ich hatte irgendwann mal dazu geschrieben, was für Karten, aber da bei der Menge habe ich das dann irgendwann gelassen. Kann man natürlich noch einlaminieren, nachdem der Name drauf steht. Wäre eine Möglichkeit. Ich wollte es jetzt nicht, weil wenn es halt mal nicht mehr so schön ist, dann muss halt mal ein neues Papierchen her. So, jetzt aber mal. Wie das geht, ich packe das mal beiseite und am besten auch ein bisschen weiter weg, dass ich es nicht gleich runterschmeiße. Ich schmeiße hier schon wieder alles umher. Das ist natürlich der einzige Nachteil, wenn es runterfällt. Ja, dann ist es mega uncool. So, was braucht ihr? Ganz easy. Eine Taschentuchbox. Die habe ich jetzt erst aufgemacht. Die hier sind von Penny. Da gab es, glaube ich, sogar einen Dreierpack von. Achtet ein bisschen drauf, wenn ihr welche kauft, beziehungsweise wenn ihr welche daheim habt, dass die auch eckig sind. Ich habe jetzt einige gehabt, die waren hier so abgerundet an einer Seite oder allgemein so abgerundet an den Seiten. Das geht schlecht. Also sie sollten wirklich eckig sein. Design könnt ihr euch aussuchen. Das hier finde ich natürlich richtig schön. Ja, winterlich. Morgen ist der Winter weg, aber ja. Schön finde ich es trotzdem, deswegen werde ich das auch nehmen. Und kleiner Tipp, auch schon gemacht, die Sachen ausgeschnitten und als ATC verbastelt. Nur mal so nebenbei. So, am besten eine leere Box. Wenn die nicht leer ist, so wie bei mir jetzt, wie gesagt, ich habe die jetzt aufgemacht. Eigentlich bräuchte ich momentan nicht noch eine Box, aber also, sonst kann ich es ja nicht zeigen. Ne? Ich hätte es vielleicht einfach bei der zweiten Box direkt filmen sollen. Da hätte ich jetzt das Problem nicht. So, macht ihr hier auf. Ein bisschen vorsichtig. Also ist jetzt nicht schlimm, wenn ihr irgendwas so von dem Papier innen reißt. Das ist nicht so tragisch. Aber euer Muster sollte nicht kaputt gehen. Und hier diese Klebereste, die da dran sind, die könnt ihr abmachen. So, dann unten das einmal auf und auch hier die Klebereste am besten entfernen. Ich hole jetzt erstmal die Taschentücher raus. Ich gehe mal stark davon aus, dass ich die Box jetzt aufmachen werde und werde die Taschentücher einfach wieder reinlegen. Weil, wie gesagt, ich brauche jetzt keine mehr, ne? So, Rückseite natürlich auch. Geht übrigens richtig gut mit der Kamera hier im Weg. Müsst ihr ein bisschen bibeln. Das ist auch nicht ganz so schlimm, wenn das ein bisschen verbeult wird. Ich meine, ihr sammelt da ATCs drin, ne?
wollte ja nicht verschicken. So. Auch hier am besten diese Klebedinger ab, aber nicht kaputt reißen. Ihr braucht das so weitestgehend alles noch. Auch wenn wir das gleich ein bisschen auseinander schnibbeln. Aber es wird noch benötigt. So, auch hier an den Seitenteilen muss der Kleber ab. Ach so, was ihr übrigens dazu braucht, ist Kleber. Es kommt natürlich darauf an, wie haltbar ihr das machen wollt. Also, wenn ihr das jetzt doch ein bisschen haben möchtet, empfehle ich euch einen guten Flüssigkleber. Was mir gerade passiert ist, dass das da eingerissen ist, sollte übrigens nicht passieren. Weil jetzt so klein, das ist nicht ganz so tragisch. So, hier ist alles weg und hier ist auch alles weg. Dann guck mal hier nochmal. Das wird sich auch. Ich gehe auch ständig aus der Kamera raus. Weil die hängt hier total unpraktisch. Und auch total weit unten. Aber ich habe es jetzt nicht anders hingekriegt. Huch. Gut, dann halt erst die Seite. Also wenn ihr es gar nicht abkriegt, lasst es dran. Bevor ihr den Karton kaputt reißt, lasst es dran. Aber mit dem Penny geht es eigentlich ganz gut. So, hier noch. Jetzt sollte alles ab sein und dann wird hier die Seite noch aufgemacht. Also ich mache das jetzt auch einfach mal. Ich fühle, dass jetzt einfach alles so gut. Kann natürlich mal passieren, dass ich zwischendurch mal ausschalte. Also irgendwie, das war ja klar, ne? Die mit den schönsten Mustern, die geht jetzt wieder am schwierigsten. So, einfach raustrennen. Auch ein bisschen abmachen hier. Das geht aber eigentlich auch ganz gut. So. Jetzt kommt dieses Teil hier oben noch. Also ich rufe das immer ein bisschen weg, weil mich stört das sonst dann abschneiden. Könnte aber auch dran, das kommt ewig. Dann so, habt ihr einfach nur diesen Rohling. Und wir benötigen was zum Schneiden. So, ich nehme hier mal meinen Tonic, den großen. So, und zwar schneiden wir jetzt weg dieses Teil. Das brauchen wir nicht. Wichtig ist, mal gucken, ob ich das hinkriege. Oben anlegen. Ihr habt ja hier diese lange Kante. Legt es schön oben an. Und dann, mal gucken, ob das geht. Vorbereitung ist alles. Ich glaube, ihr könnt das jetzt nicht so gut sehen. Dann legt ihr euch diese Kante hier schön da dran. Und dann ab. Also, wichtig ist, dass ihr das hier halt gerade habt. Könnt ihr auch mit dem Falzschneider und Falzbrett machen. So, dann empfehle ich euch, einmal rumzudrehen. Hier ist übrigens echt knapp. Also ihr braucht ein großes Falzbrett. Was Großes zum Schneiden. Ihr könnt natürlich auch die Schere nehmen. Ne? Um Gottes Willen. Das kommt einmal ab. Das kommt, also das Teil hier, das kommt erstmal nur beiseite. Denn wir machen uns erstmal hier jetzt diese Kanten, das sieht dann nicht schön aus, das schneiden wir uns erstmal schick. Also da könnt ihr dann auch wirklich hier bündig abschneiden. Ich tue das einfach schön. Oder wie gesagt, schneidet es mit der Schere nochmal nach. Nicht mit der Schere eine absolute Katastrophe, deswegen. Und dann sieht es so aus. Einfach bündig. So,
Das machen wir hier mit dem, was wir eben abgeschnitten haben, auf. Das ist jetzt hier so, immer so ein kleine Kante. Finde ich jetzt einfach nicht so schön. Und deswegen das weg. So. Das. Und dann nehmen wir uns das Teil von oben der Mitte nochmal. Legen uns das an, denn wir brauchen die Seitenteile. Die schneidet ihr einfach. Ich muss das hier mal abmachen. Das schneiden wir auch nochmal nach. Ne? Also das hat jetzt hier diese blöde Kante. Das wird gleich nochmal geschnippelt. Wie gesagt, erstmal brauchen wir die Teile. Und mit der Kamera geht das echt überhaupt nicht gut. So, wie gesagt, das könnt ihr aufheben, könnt ihr ETCs mitmachen. Oder ihr schmeißt es halt einfach weg. So, und dann schnippelt ihr einfach nochmal hier, dass das einfach ein schöneren Abschluss hat. Nochmal nach. Und bei dem anderen mache ich das auch. Da braucht ihr auch keinerlei Maße. Das war's mit Schneiden. Jetzt wird nur noch geklebt. Und zwar müssen wir das jetzt eigentlich nur noch wieder zusammensetzen. Als erstes nehmt ihr euch jetzt hier diese Kante. Und das lange Stück. Und das kleben wir da jetzt einfach wieder drauf. Wie gesagt, ihr könnt eigentlich nehmen, was ihr wollt. Ich nehme jetzt hier mal Tacky-Klebeband, hier dieses rote, weil das klebt halt einfach ganz gut, ne? So, das klebe ich da einfach einmal drauf. Und an der Seite. Geschnibbelt. So. Wichtig ist, wenn ihr dieses Klebeband verwendet. Moment, wie gesagt, hier auf meinem Basteltisch ist echt so Chaos. So, nehmen wir hier nochmal ein Falzbrett. Was habe ich denn noch heute mit dem Falzbrett? Ein Falzbein und gehe da nochmal schön nach. Das ist übrigens immer so, das ist nicht nur bei der Box hier. Kleiner Tipp nebenbei, was ich weiß. Dann nehme ich mir was zum Abmachen. Jetzt ist da mal eine Schere. Was ist denn heute mal los? Also, ich weiß auch nicht. Kommt halt nur noch Müll raus. So, und jetzt richtig rum. Das ist wichtig. Denn wenn ihr es dann hinstellt, wollt ihr es auch richtig rum haben. Ne? Also muss sozusagen, wenn ihr das jetzt so liegen habt, muss das Muster auf dem Kopf sein. Und dann, jo. Setzt es einfach hin, wie ihr das gerne möchtet. Bisschen links und rechts gucken und unterhalb der Falzkante bleiben. So, einmal festdrücken, geht dann nochmal mit dem Falzbein drüber und fertig. Das hält. So, dann kommt auch eigentlich schon der letzte Teil, denn auch die Seiten müssen wieder festgeklebt werden. Hier könnt ihr ein bisschen drauf achten. Mir ist aufgefallen, dass die immer so gemacht sind, dass hier das Muster zusammenpasst. Also, da müsst ihr ein kleines bisschen drauf achten, ne, dass es dann passt. Das sieht ein bisschen komisch aus. So, jetzt werde ich ja doch mal meinen Kleber hier nehmen, meinen Flüssigkleber. Ich nehme übrigens den hier, der klebt übelst gut. Ja, und vor allem, den kann ich nicht hinstellen oder runterschmeißen. Das geht natürlich auch. So. Und zwar wird das jetzt so erstmal zusammengeklebt. Ich kann das jetzt nicht so richtig drehen. Da bin ich mit der Kamera im Weg. Ich hoffe, ihr könnt es erkennen, aber so wie es halt vorher war. Ne? So. Und zwar nehme ich mir den Kleber. Also ich gucke jetzt einmal kurz, wie es ungefähr hinhaut. Also hier unten. Ich gehe gleich nochmal aus dem Weg, dass ihr das auch seht. Wo ich da jetzt Kleber hingemacht habe. So, also da
da ist jetzt der Kleber und da pappe ich das jetzt einmal drauf. Wenn es ein bisschen drüber ist, das macht nichts, keine Sorge. Ihr könnt euch jetzt auch hier an diesen abgerissenen ein bisschen orientieren, wie weit ihr müsst. So, wenn ich natürlich vorbereitet gewesen wäre, hätte ich jetzt wenigstens mal eine Klammer rausgeholt. Jetzt muss ich das hier die ganze Zeit halten. Ich muss doch mal kurz Pause drücken und hole mal Klammern. So, weiter geht's. Ich habe eine Klammer geholt. Also wirklich Klammern. Ich weiß, dass viele viel Geld ausgeben, um irgendwelche teuren Teile zu kaufen, dass die das halten. Ist aber meistens gar nicht notwendig. Klammern tun es nämlich auch. So, dann nochmal die andere Seite. Oh. Ich hol nicht meinen Tag. Doch hier guckt ihr wieder, dass das passt. Hier sitzt noch ein bisschen Kleber, den schon einfach hier unten dran, das wird sowieso gleich verdeckt. Es darf halt nicht zu sehr hier rauslaufen an der Seite. Aber ansonsten hier oben ist nicht so schlimm. Dann machen wir das einmal hier. Geht natürlich nicht. Ne? Naja. So. Und einmal die andere Seite. Und vor allem, wenn ihr nicht extra eine Box kauft oder ja extra dafür macht, sondern hier Reste verwertet, tut natürlich auch gleich was für die Umwelt. Und das ist auch ein schönes Gefühl. Ich weiß, vielen ist das egal. Ich bin jetzt auch nicht hier so der Übelste, der darauf immer achtet oder so. Aber ein bisschen, ne? Kleines bisschen kann man da ruhig mal drauf. So. Das war es schon fast. Hier gucke ich einmal, wie es aussieht. Und da gehe ich auch nochmal, deswegen schiebe ich aber mal jetzt meinen Untergrund ein bisschen beiseite. Und zwar gehe ich einmal schön rein. So, das ist auch wirklich kalt. Das war eigentlich schon die ganze Kunst. Jetzt gucke ich hier einmal nach Muster. Das müsste das Eichhörnchen. Nein, das ist nicht das Eichhörnchen. Es sind tatsächlich die Rehe. Ja, und das wird jetzt einfach noch hier drauf geklebt. Und das war es eigentlich auch schon. Also Kleber. Und dann seht ihr natürlich hier auch schön, ne, wo ihr hin machen könnt den Kleber. Es kann sein, dass ihr mal nichts seht, aber ich muss ein bisschen hier gucken, was ich mache. Ein bisschen. So. Einmal fest. Und andere Seite noch. Ich weiß gar nicht mehr. Gut, mittlerweile ist das Video ziemlich lang. So lang sollte es nicht werden. Ich wollte aber auch eigentlich ein bisschen schneiden. Aber oh, wenn ihr es live seht, wisst ihr wenigstens, dass es auch wirklich funktioniert. Das ist natürlich ein kleiner Nachteil an der Box, ist, ihr habt keinen Deckel. Ihr könntet euch natürlich jetzt eine zweite Box nehmen. Wäre natürlich jetzt auch zu überlegen, ob ich das mache. Ich habe ja eh eine übrige.
Und mach die mir oben drauf, beziehungsweise machst du mir vielleicht auch an der Seite fest oder so. Mal gucken, falls ich eine gute Lösung finde, mache ich auch nochmal ein Video. So, und die Boxen sind halt wirklich so gemacht, dass das. Oh, ich sehe es gar nicht. Dass das ziemlich gut zusammenpasst hier, ne? So. Wieder ran. Und dann machen wir die andere Seite. Klammern ab. Und ich gehe hier nochmal lang. Ah, wenn hier irgendwo Kleber, hier quillt zum Beispiel Kleber raus. Ein bisschen gemacht. Aber trotzdem noch mal dran, bis es richtig fest ist. Da ist natürlich sinnvoller, wenn man so einen Klebestreifen nimmt. Das ist natürlich sofort fest. So, dann auch die andere Seite. Es klappt aber heute richtig gut hier. So, ihr könnt die natürlich auch innen noch bekleben, ne, wenn ihr es gern wollt. Also ich brauche das nicht, weil da guckt eh keiner rein. Vor allem ist die Kiste voll. Sieht eh keiner. So, und schon ist diese total. Ich muss hier die Klammer nochmal dran machen. Diese total easy Upcycling Box fertig. Total easy. Moment, ich habe hier gerade paar ATC-Karten. Also die passen hier locker rein. Sieht gar nicht. Und also da ist auch vorne und hinten noch ein bisschen Platz. Und von der Höhe her passen die so ziemlich genau. Schaut mal. Also das passt wirklich gut. Und ja, wenn ihr halt diese Kärtchen, jetzt habe ich sie natürlich ganz weit weggestellt. Wenn ihr hier diese Kärtchen nehmt. Moment. Lineal. Die habe ich nämlich 10,5, das ist hier von, Moment, hier von diesem Exa kommt da diese, oh, was ist das für eine Größe? A6 oder so? Ja, hier steht das Maß, ne? Ich glaube, das ist A6. Die habe ich einfach einmal, also von der Länge her einmal in der Mitte durchgeschnitten. Dann habe ich halt immer zwei. Das sind 8,4, 8,5 oder so. Beziehungsweise das sind, glaube ich, sogar noch die größeren. Ich habe da noch ein paar kleinere dann später gemacht und dann könnt ihr das halt wirklich hier wunderbar Namen draufschreiben und könnt hier alles einsortieren. Ja, ich hoffe, es hat euch einigermaßen gefallen, mein Katastrophenvideo. Und ja, wenn es euch gefallen hat, lasst mir gerne einen Daumen da. Und wenn ihr Fragen habt, schreibt es einfach in die Kommentare. Und ja, dann sehen wir uns im nächsten Video. Und ja, ich hatte eigentlich mal vor, ein bisschen mehr Videos zu machen für Anleitungen. Im nächsten Video werden wir mal ATCs basteln. Das wurde sich ja auch schon gewünscht auf dem Kanal. Und ja, mal gucken. Wir sehen uns bald. Tschüss.